habe ich Anspruch auf Bürgergeld, wenn ich eine volle Erwerbsminderungsrente beziehe? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Wir machen ja nicht nur oder wir beraten und vertreten ja nicht nur in Themen gesetzliche Rente, sondern wir gucken uns auch mal so Entwicklungen im Sozialrecht an. Unter anderem haben wir hier auf rentenbescheid24.de eine Anfrage reinbekommen zum Thema Bürgergeld. Und der Kunde oder der Anfragende wollte einfach nur wissen, ich beziehe eine volle Erwerbsminderungsrente, die ist befristet, es ist keine Arbeitsmarktrente und die ist aber so niedrig, dass ich zusätzliche Sozialleistungen beantragen muss. Habe ich Anspruch auf Bürgergeld oder muss ich mich an das Grundsicherungsamt wenden? Das ist wirklich eine extrem spannende Frage, weil es nämlich hier tatsächlich um Zuständigkeitsfragen geht und möglicherweise unser Kunde hier in die Mühlen der Zuständigkeiten von zwei unterschiedlichen Leistungsträgern kommen kann. Nämlich zum einen das Jobcenter oder zum anderen das Grundsicherungsamt. Früher haben wir ja dazu Sozialamt gesagt. Und jetzt schauen wir uns einfach mal an, was das Gesetz eigentlich zu diesem Thema sagt. Gucken wir einfach mal in das Bürgergeldgesetz rein. So, da sehen wir schon, da haben wir hier den Paragraph 19 Sozialgesetzbuch Nr. 2. Und da steht im Absatz 1 Folgendes drin. Absatz 1, Satz 1, erwerbsfähige Leistungsberechtigte erhalten Bürgergeld. Okay, das heißt also, wer erwerbsfähig ist, hat Anspruch auf Bürgergeld, wenn er die entsprechenden Anspruchsvoraussetzungen nach dem SGB II erfüllt. Und dann im Satz 2, und der ist hier, das ist für uns der entscheidende, nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die mit erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in einer Bedarfsgemeinschaft leben, erhalten Bürgergeld, wenn sie keinen Anspruch auf Leistungen nach dem 4. Kapitel des 12. Gesetzbuchs haben. Ja, meine Damen und Herren, dann schauen wir uns doch einfach mal an, was im 4. Kapitel des 12. Gesetzbuches, also des Sozialgesetzbuchs Nr. 12, so drin steht. Und da bin ich schon, und zwar im Paragraphen 41. Paragraph 41 sagt uns, wer im Bereich der Grundsicherung überhaupt leistungsberechtigt ist. Leistungsberechtigt nach diesem Kapitel sind Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Inland, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus Einkommen und Vermögen nach Paragraph 43 bestreiten können. Ja, wunderbar, dieser Absatz hilft uns nicht wirklich weiter und dann gehen wir einfach mal in den Absatz 3 rein, denn da finden wir nämlich die Antwort. Leistungsberechtigt sind Personen nach Absatz 1 auch dann, oder nicht auch dann, sondern wegen einer dauerhaften vollen Erwerbsminderung, wenn sie das 18. Lebensjahr vollendet haben, unabhängig von der Arbeitsmarktlage voll erwerbsgemindert im Sinne des Paragraphen 43 Absatz 2 SGB 6 sind. Ja, dass der Paragraph 43 Absatz 2 SGB 6, das ist wiederum unsere Vorschrift, die wir sozusagen im Bereich der Erwerbsminderungsrente immer wieder anwenden oder die uns dann auch immer wieder über den Weg läuft. Ja, und das Spannende an dieser Regelung ist nämlich hier dieser kleine Satzteil. Und zwar wegen einer dauerhaften vollen Erwerbsminderung. Dauerhafte volle Erwerbsminderung heißt, dass ich einen Anspruch auf eine Erwerbsminderungsrente habe, wenn, also dauerhaft Anspruch auf eine volle Erwerbsminderungsrente habe, die von Dauer ist. Und wenn die Erwerbsminderungsrente oder die Erwerbsminderung von Dauer ist, dann bin ich in dem Bereich der Grundsicherung. Das heißt also, dann habe ich keinen Anspruch auf das Bürgergeld. Wenn ich aber eine EM-Rente beziehe, die nur befristet ist oder die zum Beispiel eine Arbeitsmarktrente ist, die sind ja dann auch befristet, dann wiederum bin ich im Bürgergeld drin. Das heißt also, dann ist das Jobcenter nach § 19 SGB II für mich zuständig. Und dann muss mir das Jobcenter, ob jetzt die EM-Rente an das Bürgergeld angerechnet wird, ist noch eine völlig andere Frage, aber dann muss mir das Jobcenter zumindest, wenn die weiteren Voraussetzungen vorliegen, das Bürgergeld
zahlen. Das heißt also, Sie merken sich, wenn Sie eine dauerhafte volle EM-Rente beziehen, haben Sie keinen Anspruch auf Bürgergeld nach dem SGB II, sondern dann müssen Sie in die Grundsicherung gehen. Wenn Sie aber eine befristete EM-Rente, eine befristete volle EM-Rente beziehen, haben Sie Anspruch auf das Bürgergeld nach dem SGB II, dann ist das Jobcenter für Sie zuständig. Gleiches gilt auch dann, wenn Sie eine teilweise Erwerbsminderungsrente beziehen, weil dann nämlich keine volle Erwerbsminderung im Sinne des Paragraphen 41 SGB 12 vorliegt. Im Übrigen kann ich Ihnen auch nochmal zeigen, sagt uns ja das Gesetz im Paragraphen 8 SGB 2, wann denn überhaupt Erwerbsfähigkeit vorliegt. Hier schauen wir mal uns den Paragraph 8 Absatz 1 an. Erwerbsfähig ist, wer nicht wegen Krankheit oder Behinderung auf absehbare Zeit außerstande ist, unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarkts mindestens 3 Stunden erwerbstätig zu sein. Wenn Sie sich das mal in Ruhe durchlesen oder mal anschauen, dann sehen Sie schon eine gewisse Parallelität zu den Paragraphen 43 SGB 6. Ja, denn im Paragraphen 43 SGB 6 steht ja auch drin, wer erwerbsgemindert ist, wer vollerwerbsgemindert ist oder wer nur teilweise erwerbsgemindert ist. Und hier sagt uns diese Vorschrift ganz klar, dass wenn ich auf absehbare Zeit nicht mehr in der Lage bin, unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens 3 Stunden zu arbeiten, bin ich eben nicht erwerbsfähig im Sinne dieser Vorschrift. Und das ist auch eine ganz wichtige und zentrale Vorschrift für die Frage, wer hier im Rahmen der entsprechenden gesetzlichen Regelung Anspruch auf Bürgergeld hat oder dann eben Anspruch auf die Grundsicherung hat. Meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie konnten dem folgen, was ich Ihnen gesagt habe. Ich finde, es war eine spannende Frage. Ich hoffe und ich wünsche Ihnen selbstverständlich eine wunderbare, rentenstarke Woche. Ihr Rentenberater und Rechtsanwalt Peter Knöppel.